Hallo miteinander und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hope to Go. Hope to Go, das ist Hoffnung zum Mitnehmen von reformierten Kirchenleitungen für gross und klein. Heute dürft ihr wieder einen Lebensausschnitt sehen von Marco und von Luisa. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Hallo zusammen, so schön, dass ihr heute wieder zu. Schon ein paar Wochen haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen, weil die Schule hat ja wieder angefangen. Und dann haben wir einfach so viel zu tun. Gell, Marco? Ja, es war schon schön vorher, wo wir einfach daheim bleiben konnten. Marco, du bist ein Lustiger. Weißt du nicht, was du gesagt hast, es ist dir mega langweilig, weil du nicht mehr weißt, was machen. Und dass du mega traurig warst, weil deine Freunde nicht mehr sehen konnten. Ja, das stimmt ja schon. Das ist ja eigentlich schon schön, dass wieder etwas läuft. Und mit den Freunden dürfen spielen, das ist genial. Das finde ich eben auch. Freunde sind so wichtig und es tut so gut, wenn man sich austauschen kann und füreinander da sein kann. Weißt du, wer auch für mich da ist? Nein, wer? Gott ist mega viel für mich da. Also, eigentlich kann ich sogar sagen, er ist immer da, gerade so wie die Sonne. Die Sonne? Aber die Sonne ist doch so weit weg. Ja, aber sie ist gleich immer da und sie geht warm und tut einfach gut. Wenn ich an der Sonne bin, dann fühle ich mich wohl und geborgen und gewärmt. Und genau so ist es bei Gott. Das klingt ja schon gut, aber für mich ist Gott mehr so wie ein Boden. Ein Boden? Hä, das ist ja mega komisch. Ja, weisst, manchmal habe ich Angst oder ich fühle mich unsicher, so als würde alles schwanken, wenn man zum Beispiel auf einem Schiff ist. Aber Gott ist für mich wie ein fester Boden, den ich unter den Füßen habe. Er gibt mir halt, auch wenn alles um mich rundherum stürmt. Bei ihm fühle ich mich sicher und gehalten. Ja, das macht ja schon noch Sinn. Aber wer ist denn Gott jetzt wirklich? Wenn ich sage, er ist wie die Sonne und du sagst, er ist wie der Boden, wie kann man denn jetzt wissen, wie das Gott genau ist? Das ist eine mega gute Frage. Gott hat nämlich so viele Namen und Eigenschaften, die in der Bibel beschrieben werden. Mehr als 100 Namen sind es, also viel mehr als 100 Namen. Und ich möchte nachher mal ein paar davon vorlesen. Der erste Name, den ich euch erzähle, ist Elohim. Das heisst mächtiger Schöpfer. Ein weiterer Name ist Shub Nefesh, Erneuerer vom Leben. El Hagadol, der grosse Gott. El Kadosh, der Heilig. Yahweh Jireh, Gott mein Versorger. Elohim Shammah, Gott wo lost. El Selah, Gott mein Fels. Yahweh Esra, mein Helfer. Elohai Selichot, Gott wo gern vergibt. Elohim Ahava, Gott wo liebt. Georgos, der Gärtner. Basilei Don Ayonon, ewiger König. Ner, Leuchte. Maon, Wohnung. Pneuma, Geist. Abba, Vater. Yahweh Machsi, Zuflucht. Also das sind nur ein paar sein und es gibt noch viele, viele mehr Namen und Eigenschaften, die in der Bibel Gott zugeschrieben werden. Und man sieht, wie unglaublich unterschiedlich die verschiedenen Namen sind. Vater, Fels, Gärtner, Leuchte. Alles Wörter, die die Menschen dann gebraucht haben, um Gott irgendwie zu beschreiben. Das war die Art, wie sie Gott erlebt haben, wie er für sie war. Und es ist doch auch mega krass, dass Menschen Gott einen Namen gegeben haben. Dem mächtigen,
grossen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, haben wir Menschen Namen gegeben. Und genau das haben auch Luisa und Marco vorher gemacht. Sie haben gesagt, wer das Gott für sie ganz persönlich ist. In dieser Situation, wo sie im Moment sind, wie das sie Gott erleben. Und sie haben ihm so einen Namen gegeben. Sie haben ihm eine Eigenschaft zugeschrieben. Luisa hat gesagt mit dem Boden, dass Gott für sie Halt ist. Dass er ihre Kraft gibt, dass er sie hebt in diesen Zeiten, wo sie im Leben schwankt. Und Marco hat gesagt, Gott ist für ihn Geborgenheit und Wärme, so wie wenn man an der Sonne ist. Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich bin, der ich bin. Also, er ist einfach da. Er ist immer da, er ist überall da. Er wird immer da sein. Und das ist doch mega, mega eine schöne und krasse Aussage. Wir können nicht alles über Gott wissen, weil er nicht fassbar ist. Wir können nicht wissen, wie genau das er ist, wie das er aussieht und was für eine Persönlichkeit das er ist, weil er so unglaublich riesig ist, dass wir das einfach gar nicht benennen können. Und wir werden ganz herausfinden. Wir können aber wissen, er ist einfach da. Er ist immer da. Er ist der, der immer da ist. Und wir können uns auf die Suche machen nach ihm. Wir können seine Eigenschaften entdecken in unserem persönlichen Leben. Wir können probieren, ihn immer wie besser kennenzulernen und ihn vielleicht auch immer wieder neu kennenzulernen. Vielleicht gibt es immer wieder neue Wörter, die wir ihm zuschreiben können. Immer wieder neue Sachen, wo wir merken, mal, so ist Gott auch noch für mich. Und je nach Situation brauchen wir vielleicht auch ganz spezielle Eigenschaften von ihm. Und es ist doch ein mega Abenteuer, das wir dürfen haben, dass wir dürfen wissen, wir können uns auf die Suche machen nach ihm, wir können ihn entdecken. Und es gibt unendlich viel zu entdecken und wir werden gar nicht fähig sein, alles von dem zu entdecken. Und genau mit dem möchte ich euch herausfordern. Hört mal ganz, ganz tief in euer Herz, das wäre übrigens unsere heutige Challenge, und probiert herauszufinden, wer ist Gott für mich persönlich? Was für einen Namen gebe ich ihm? Vielleicht ist das irgendein Wort, so wie bei Marco und Luisa, dass die Sonne oder Boden war. Oder irgendetwas ganz anderes. Vielleicht ist das einer von den Namen, die ich vorher aufgezählt habe. Oder noch ganz andere, die in der Bibel steht. Oder vielleicht ist es einfach irgendeine gute Eigenschaft, die dir Gott zuschreibt, bei denen im Moment am meisten erlebt. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch das aufschreibt, dass ihr es nicht vergesst. Und denkt daran, dass er nicht fassbar ist. Denkt daran, dass das auch für jeden etwas ganz anderes kann sein, die Eigenschaften von Gott. Und dass es darum geht, eure ganz persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen und ihm den Namen zu geben, den ihr ihm im Moment wollt geben. Jetzt wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich danke euch ganz fest fürs Zuhören und wünsche euch ganz ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.